gegen alle großen Punkte gemacht, nur einmal verloren, und zwar auswärts in der Südstadt gegen Admira Wacker. Und auch in St. Pölten sollte es heute für Steyr vorwärts gehen. Einen turbulenten Spielbeginn erleben 3000 Zuschauer auf dem Feldplatz in St. Pölten. Schon nach 81 Sekunden geht VfC Eckar St. Pölten gegen Steyr 1:0 in Führung. Torschütze Heimo Vorderecker. Die Wiederholung zeigt den Fehler von Tormann Manfred Trost, der den schon gefangenen Ball wieder auslässt, und Vorderecker drückt ab. 1:0 für St. Pölten. Der Torjubel der St. Pölten-Fans ist kaum verebbt. Da ist der Steyr-Spieler Hans Kogler nach Flanke von Feirer völlig ungedeckt. 1:1 nach 163 Sekunden. Die frühen Tore haben aber dem Spielcharakter eher geschadet als genützt. Das Spiel flaut ab. Es gibt wenig Höhepunkte, bis auf 4 gelbe Karten. Bis zur 37. Minute an die Heraf ganz allein. Er lässt sich die Chance nicht entgehen. Und so führt Steyr in St. Pölten zur Halbzeit nicht unverdient 2:1. Nach der Pause verschärft St. Pölten den Druck, haben die Niederösterreicher spielerisch ein leichtes Übergewicht. Jetzt greift allerdings Steyr an, Heraf, Gernot Grinner, und 3:1 für Steyr. Es ist das 9. Saisontor von Gernot Grinner. Wir sehen das Tor von Grinner in der Wiederholung. Das Match ist entschieden. Wieder Steyr und ein herrlicher Lochpass von Michael Nowak für Walter Waldhöher, und der fixiert das Endresultat. St. Pölten Steyr endet 1:4. Steyr bleibt also die große Überraschung.